Hi Leute, ich bin der Jan, der neue Redaktionspraktikant und das ist mein erstes Video, eine Vorschau zu Wario Land Shake It. Wie ihr seht, geht Nintendo mit dem Mario-Titel zurück in die zweite Dimension und liefert gute, alte Side-Scroll-Jump'n'Run-Kost. Das bedeutet, ihr bewegt euch mit Wario durch kunterbunte Level, springt auf Gegnern herum und löst kleinere Aufgaben. Um das böse Mario-Pendant durch die Welt hopsen zu lassen, haltet ihr die Remote wie bei Paper Mario waagerecht. Der Zusatz Shake It im Spielenamen kommt nicht von ungefähr. Um Varios Bodenpunch auszuführen, schüttelt ihr die Remote. Beim Einsatz dieser Spezialfähigkeit müsst ihr immer warten, bis sich der verbrauchte Shake It-Balken wieder aufgeladen hat. Auch sonst ist Nintendos Fernbedienung gut in das Spiel implementiert. Dieses lorenartige Fahrzeug, in das sich Wario mit einem beherzten Kopfsprung hineinbuxiert, steuert ihr zum Beispiel durch Neigen von Nintendos Fernbedienung. Gerade Szenen wie der kurze Kopfsprung verdeutlichen den Detailgrad der zauberhaft gezeichneten Welt. Das hier ist der erste Obermotz im Spiel. Nintendo-typisch gilt es, die Schwachstelle des Kolosses zu finden und ihn dann unter Einsatz von Varios Spezialfähigkeiten ins Jenseits zu schicken. Hierzu springe ich zuerst auf eine der Stachelsäulen, die der Typ fallen lässt, um ihm hinterher mit dem Dash einzuheizen. Der klassische Sprung auf den Kopf betäubt die Schurken in Wario Land Shake It nur. Danach könnt ihr sie packen und durch die Gegend semmeln, indem ihr die Remote neigt. Ihr könnt die besinnungslosen Bösewichte aber auch schütteln und entlockt ihnen so wertvolle Goodies. Am einfachsten entledigt ihr euch eurer Widersacher aber mit dem Dash, bei dem Wario mit dem Ellenbogen voraus sprintet. Besonders wichtig sind Säcke, aus denen sich Münzen schütteln lassen. Im Shop ersteht ihr damit günstige Extras oder kauft sogar neue Spielabschnitte frei. Wario Land Shake It sieht nicht nur super aus, sondern spielt sich auch so. Zum Anzocken hatte ich die fertige Japan-Version. In unseren Landen kommt das Game Ende September in die Läden. Durch Varios zahlreiche Fähigkeiten hat das Spiel massives Rätselpotenzial. Ich freue mich jedenfalls schon riesig auf die deutsche Version. So, ich bin wieder raus. Viel Spaß weiterhin.